alles möchte ich schreddern. Es ist ein Berg, der 7 Meter lang ist und 2,5 Meter hoch. Länger auf der Suche nach einem gescheiten Häcksler gewesen. Also die Dinger, die für 120, 50, 300 Euro, keine Ahnung, die üblichen, die man so im Baumarkt kaufen kann, die werden sowas nicht schaffen. Ich habe mir jetzt einen Häcksler zugelegt, der ist elektrisch betrieben, der geht bis 5er Durchmesser, also 5er Ast Durchmesser. Und was mir wichtig war, das hat so einen Einzug quasi. Also sprich, wenn ich so einen Busch reinziehe, dann fliegt da alles raus. Das ist ein englisches Produkt. Mir war es wichtig, dass es elektrisch betrieben ist, weil diese Benzindinger, die spinnen ab und zu, die stinken und sind laut. Also mit Spinnen meine ich, die muss man regelmäßig warten, einstellen und hast nicht gesehen. Beim Elektro hast du das alles nicht. Du hast einen Direktantrieb und hast noch nicht mal irgendeinen Antriebsriemen oder sowas, der verschleißen kann. Hier müsste man nochmal Messer nachschleifen, ab und zu mal, und dann ist gut. Schauen wir mal, wie sich das Ding macht. So ist die Maschine angekommen. So ein Gestell, paar Räder, Montageanleitung und hast nicht gesehen. Das Interessante ist, das ist ein Elektromotor mit solchen Messern. Hier, die kann man tauschen hier, ja, das ist gut, die kann man anspitzen oder schärfen, die kann man sogar, falls sie brechen, komplett tauschen. Ja. Also das Gute, was mich an dem Gerät jetzt so reizt, ist halt der Direktantrieb. Es gibt keinen Riemen, nichts, was so verschleißen kann, ist direkt angetrieben. Hier angeflanscht, Schweiß angeflanscht und dann gib ihn. Die Messer sind richtig scharf. So, ich denke mal, zusammengebaut kriegt er selber. Aber sind zwei kompakte Pakete gewesen, die man hier bekommt. Mit einem deutschen Stecker. Jetzt habe ich mir blöderweise einen Adapter gekauft. Aber gut, ist es dann so. Da auch nicht furchtbar viel gekostet. Das ist Metall. Der Stecker geht dann so. Halb zur Seite gebogen und dann aufgemacht, eingeschaltet. So, an sich ist es einfach zusammengebaut. Hier kommt ein Splint rein, ausgeweitet und die Kappen drauf. Wie bei einer normale Sackkarre. So. Hier habe ich festgestellt, dass die Bohrungen nicht passen. Das zeige ich euch gleich nochmal. Also wieder schlechte Tolerierung, dass das kein Mensch lernt. Das ist so ein Sicherheitsblech, brauche ich nicht. Wenn ich hier Büsche reinstopfen will, dann muss man das wegmachen. Also hier kann man Schrauben lösen und dann kann man das Blech entnehmen. Das ist halt dafür da, damit man den Arm nicht reinstopft und ja, Sicherheit halt, ne? Also im Großen und Ganzen ist das solide Qualität, relativ dickes Blech. Das ist jetzt 1,5er wahrscheinlich. Das ist 2 mm, so wie es aussieht. Boden ist auch 2 mm, das Ganze ist sehr massiv gebaut. Unten eine Strebe. Das ist sehr massiv alles. Ne? Gut, was jetzt hier schlecht ist. Wie gesagt, die Tolerierung hier, die Bohrungen passen nicht, das heißt, die Langlöcher muss ich nach da aufweiten. Gut, für 500 Euro habe ich mir jetzt eigentlich keinen Bastelsatz bestellt, aber das Produkt scheint nicht so in der Serie zu sein. Sind wahrscheinlich so, keine Ahnung, handgemachte Dinger. Fakt ist, das Ding stinkt aber nach Rauch. Jetzt ausgepackt, hat riecht so zugeraucht. Manche Bleche wurden schon mal angesetzt. Wahrscheinlich Routineüberprüfung. Weil das wird wahrscheinlich irgendwie händisch zusammengeschweißt. Oder
keine Ahnung, sieht nach Indisch aus. Das würde auch die Tolerierung hier erklären. Also die Lasche müsste natürlich viel länger werden und Langlöcher haben Sinn, Toleranz auszugleichen, aber das ist halt viel zu wenig, ne, wie man hier sieht. Da muss man gut 3 mm noch auffallen. Das ist natürlich schlecht. Ja. Aber im Großen und Ganzen bin ich mal aufs Ergebnis gespannt. Das sieht halt so aus wie so ein Spielzeug, ja, aber schon sehr massiv, ne, schwer, 35 Kilo in etwa. Ja, da sind halt nochmal die Angaben. Soll übrigens keine Werbung werden. Na, ich habe es gekauft, ich werde von denen nicht bezahlt. Ist auch nicht Sinn der Sache. Das soll. Also ich habe selbst sehr lange nach einem Häcksler gesucht und ich bin der Meinung, das sollte hier ganz gut passen für meine Anforderungen. Ich habe jetzt 1400 Quadratmeter Garten. Jedes Jahr habe ich um die 10 Kubik Grünabfälle und die hätte ich gern geschreddert und nicht weggeschmissen und dann halt entsprechend verarbeitet. Also sprich, ja, Dünger halt, ne? Dünger wegzuschmeißen und dann woanders zuzukaufen im Baumarkt ist natürlich auch nicht so toll. Nochmal zum Zusammenbau. Hier sind 4 Schrauben, also das Ganze ist schon vorassembliert, ne? Also die Schrauben stecken teilweise fest. Wir müssen halt die Achse hier durchstecken, ne? Da quasi. Und hier Splint rein, Kappen drauf, fertig. Hier, das ist schon vorgesteckt, vorgeschraubt. Die Dinger müsst ihr einfach, also den Trichter müsst ihr einfach nur aufschrauben. Und das auch, ne? Es waren nur Handvoll Schrauben dabei. Das schafft jeder Hausmutti, also. Sollte nicht eine Herausforderung darstellen. Lack ist an sich, sieht wie so, ja, sieht wie so ein Pulver aus, ne? Wie eine Pulverbeschichtung, also sieht massiv aus. Sollte ein bisschen verteilen, das sieht nach beschichtet aus. Ist ja verzinkt. Ja, müssen wir gucken, wie das alles hält. Also ich würde den Berg jetzt durchschreddern. Und dann halt mir die Messer nochmal anschauen. Hier, das kann man schnell aufschrauben. Dann kann man das hier nach hinten klappen. Ne? Also so nach hinten. Und dann kommt man schnell an die Messer dran. Ich denke mal, das Ding ist schon ein robustes Teil. Wegen dem Direktantrieb. Ja, so sieht das aus. Hier 2 Schrauben lose. Und hier 2 unten. Dann kann man das Blech hier entnehmen. Dann sieht das von oben so aus. Das hat mich persönlich sehr interessiert. Das ist halt so ein Rückschleuderschutz. Und hier kann man richtig dick Büsche drunter schieben. Ne? Nochmal zum Trichter an sich. Das ist für viele auch sehr interessant, denke ich mal. Wir haben hier, was haben wir da? 22 mal 17. Einführöffnung. Da sollte schon ordentlich was reinpassen. Wie gesagt, das Ganze ist für 50er Ast gedacht. Hier steht er da nochmal drauf. 2 Inch, 50 Millimeter. Also die meisten, die ich habe, sind so bei 30. 50 ist eher selten, weil 50er schneide ich klein und verbrenne im Kamin. Ne? Und so sieht das Ganze dann aus. So recht schnucklig das Ganze. Ne? Ist gar nicht mehr so groß, also locker verstaubar, nimmt nicht so viel Platz. Das war mir auch wichtig, dass das klein ist und nicht so ein Ringviech, wo du für wieder eine Garage brauchst. Und wie gesagt, ich kann immer wieder erwähnen, Elektromotor gegen Verbrenner, gut, das ist persönliche Geschmackssache, aber das Ding ist wartungsarm, also bis gar nicht halt, das musst du nicht warten, irgendwie Öl wechseln oder was weiß ich, Sprit nachkippen, Vergaser einstellen, der ganze Schwachsinn entfällt. Ich finde, das ist gerade für so Geräte, wo du tatsächlich, wo es drauf ankommt, dass das Ding funktionieren muss, ne, und du das nicht immer wieder warten musst. Gut, wie gesagt, wer Spaß dran hat, der kann das gerne machen. Ich möchte das nicht, ich habe halt mit Benzinkettensägen schlechte Erfahrungen gemacht. Das Ding muss man ständig einstellen.
Das säuft ständig ab und da gibst du mehr Geld in die Wartung aus, als tatsächlich Nutzen von hast. Naja, und das sollte hier an der Stelle passen. Gut, das ist jetzt, wie gesagt, hier unschön. Mit der Toleranz, wie gesagt, nochmal erwähnt. Das muss ich dann auffallen. Und das Teil stinkt nach Rauch. Also, falls die Leute zuhören, die das Ding zusammengebaut haben, dann schmeißt die Zigarette weg. Das ist unzumutbar für so einen Kunden. So, umso viel muss ich jetzt hier aufdremeln. Nehme ich mal so einen Aufsatz. Und dann gebe ihn. Ist natürlich eine Schande, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich so eine kleinere Manufaktur, die die Dinger hier entwickelt hat und ja, zusammenbaut. Also die Qualität ist schon in Ordnung für den Preis. Ja. So, ich habe jetzt die langen Löcher aufgeweitet. Das sollte passen. So. Die zwei Schrauben haben wir weg, weil das nur verstopft hat. Ich weiß nicht, wofür die überhaupt gedacht waren. An sich ist ja ganz gut, super leise. Hier eingeschaltet. Man kann sie gut unterhalten, so leise ist der. Angenehm überrascht. Und dann? Bei dickeren Ästen muss man vorsichtig sein. Der hat nicht genug Kraft. Deswegen sehe ich bei so einem 50er Ast so die Schwierigkeiten. Aber das Geschredderte sieht ganz gut aus.
So, ich würde mal gerne ein Fazit ziehen. Wir haben jetzt den ganzen Tag geschreddert. Das ist ziemlich großer Haufen mittlerweile. Also vom Durchmesser, sagen wir mal, 2,5 Meter. Was man sagen kann, die Maschine macht das, was sie soll. Wenn man nicht übertreibt, dann verstopft die auch nicht. Ne? Für so trockenes Zeug wie das ist das schon sehr mühsam. Also wenn, dann muss man frische Äste schreddern, die gehen gut durch. Nochmal zu Beweis, was wir jetzt geschafft haben heute. Wo ich denke mal, das ist aussagekräftig genug. Und viel kleiner der Haufen geworden ist, ist ja kaum mehr was da. Ne? Etwa 2 Meter hoch. Und im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit der Maschine. Ich würde die weiterempfehlen. Preises habe ich, wobei die sogar noch teurer geworden ist aktuell. Aber wer so einen Garten hat, ich sag mal, wo regelmäßig ja, viel Grünabfall zusammenkommt, sage ich mal, so bei den 1000 Ecken hier, ne, wenn man die schnibbelt, Bäume und hast nicht gesehen, dann lohnt sich das recht schnell. Ne, man kann natürlich über Ausleihen gehen, aber wir haben Jahr für Jahr viele Grünabfälle. Ne, von daher ist das durchaus gerechtfertigt, der Kauf, sage ich mal. Wenn ihr Lust drauf habt, ne, dann setze ich euch einen Link unten, könnt ihr euch besorgen. So, die ist auch richtig gut getestet. Ich kann euch gleich noch die Messer zeigen, wie die aussehen. Unterm Stich sehen die genauso aus wie zwischen gezeigt. Sie sind ganz kleine Zacken abgebrochen, aber das ist alles in Soll. So sehen übrigens die Messer aus. Ja, man sieht, so Kleinigkeiten abgebrochen. Das sind, glaube ich, 2 Messer. Naja, also. Weil die sind noch scharf. Die kann man hier positionsmäßig tauschen. Die kann man nochmal nachschleifen. Und dann läuft das. Wie gesagt, hier kann nicht viel kaputt gehen bei der Maschine. Die hat einen Direktantrieb. Die hat da an der anderen Seite ein Lager. Und das war's dann auch. Ne, der Motor ist gegen Verstopfung geschützt, sage ich mal. Wenn er stehen bleibt, dann schaltet er sich aus. Ich denke mal, das wird lange funktionieren, das Ding. Ja. So sieht's aus. Wer Bock drauf hat, die ist ausgiebig getestet. Und ja. Also was Verbesserungen so angehen, also man, ich sag mal so, ich hätte hier keine Schrauben gesetzt, sondern irgendwelche Schnellverschlüsse. Dieses Gefummel hier, ja, ist weniger schön. Hier hätte zum Beispiel auch eine Schraube genügt, ne, so wie hier. Naja, es ist halt so. Aber was mir besonders gefällt, ist, wie klein die ist. Die kannst du überall wegstellen, ohne dass die viel Platz einnimmt. Na, das muss man. Selbst so ein Baumarkthäcksler oder was, der ist viel größer als das hier. Und die taugen alle nichts. Ne? Also im Vergleich zu der. Also ich habe jetzt keinen Baumarkthäcksler gesehen von diversen Firmen, die tatsächlich so eine Leistung an den Tag gelegt haben, sage ich mal, oder gezeigt haben. Ja, das ist sehr robust konstruiert. Sieht zwar tiny aus, also sag mal süß, wie so ein Spielzeug, aber die hat faustdick hinter den Ohren, ne? Also ist alles stahlmassiv, nirgendwo, bis auf die Räder, nirgendwo Kunststoff. Also bei den entsprechenden wichtigen Teilen. Das ist schon ganz cool. Was man noch machen könnte hier, ist so eine Art Henkel oder sowas, dass man die vernünftig transportieren kann. Aber naja, man kann nicht alles haben. Die könnte man nochmal selber quasi optimieren. Ne. Ansonsten viel Spaß damit, falls einer sich so eine kaufen möchte. Hier so klein ist das Ding.